Stars and Stripes unterwegs, nicht nur am Rande des Parcours, vor allem in der Bahn mit dieser großartigen Reiterin BC Elizabeth, genannt Madden. 46 Jahre alt, aus Casanova, New York. Doppelsilber hat sie gewonnen bei den Weltmeisterschaften, den Weltreiterspielen mit Authentic hier in Aachen. Team Gold mit den Stars and Stripes Team, mit der Mannschaft der USA in Athen 2004 und auch im vergangenen Jahr in Hongkong. Da sah sie ebenfalls auf Authentic. Ein Pferd, auf das sie derzeit nicht bauen kann. Vielleicht aber auf dieses Pferd, Coral Reef via Tholo, den sie seit, ich glaube, Anfang des Jahres im Stall hat. Ein Clinton Nachkommen, diese belgische Stute, 12-jährig. Eine Option für sie, auch in diesem Jahr vor heimischer Kulisse an den Start zu gehen bei den Weltreiterspielen unter Umständen. Galoppsprünge mit Schwung. Deutliches Zurücknehmen, ganz deutliches Zurücknehmen. Und das hat sich bezahlt gemacht. Sie ist null, sie ist im Stechen, BC Madden. Sie kam rechtzeitig mit ihren Einwirkungen zum Einsatz, auch unter den Augen des US-amerikanischen Teamchefs George Morris und einer Laura Kraut, die wir eben noch im Hintergrund sahen. Nämlich jetzt hat sie gleich beim zweiten Galoppsprung nach der Landung alles unternommen, um das Pferd in der Galoppade zu verkürzen. Hat ein bisschen Glück gehabt, denn den optimalen Absprungpunkt hat sie am letzten Steilsprung nicht erwischt, kam deutlich dicht, aber die Spannung, die sie auf dem Pferd hatte, die Konsequenz, in der sie geritten ist und die Aufmerksamkeit des Pferdes haben ihr dann am Ende geholfen, bis ins Ziel null zu bleiben. Eine absolute Ausnahmereiterin, Elizabeth Madden.